So, ich habe mich jetzt entschieden. Das mache ich später. Ich wollte jetzt das Vorderrad nicht rausnehmen. Ich habe das jetzt hier mit dem Durchschläger ein Stück zurück, so dass ich das hier unten aus der Befestigung rausziehen konnte, das Schutzblech. Jetzt ist es raus. Achso, jetzt sollte ich vielleicht langsam mal anfangen, das hinten wieder abzufangen. Ne? Weil sonst, wenn jetzt die Gabel gleich rausgeht. Leute, das ist eine wackelige Angelegenheit hier. Worauf habe ich mich da eingelassen? Nö, ne? Es reicht trotzdem nicht. Ich muss das Vorderrad rausnehmen. Och, Leute. Das ist doch echt nicht wahr, ne? Das ist doch jetzt echt nicht wahr, dass ich hier alles auseinandernehmen muss. Was soll ich sagen? Spaß ist auch was anderes. Aber ich habe es ja selber so gewollt. Also Fresse halten und... Und das Vorderrad raus. Vielleicht ist es dann ja auch etwas handlicher, dass das schwere Vorderrad raus ist. Ich habe irgendwie das Gefühl, das fällt mir hier heute alles noch richtig vor die Schnauze. Jetzt ist die vordere Bremse ja auch ab. Jetzt kann ich die Gabel auch alles zur Seite stellen. So, wo ist denn der Kugelring? Also der klebt da noch drin. Okay. Den nehmen wir raus. Stecken den hier rauf. So wie sich das gehört. Fettige Finger, so, das ist der Stellring oben, das ist der Kugelring oben, das drehen wir kurz so zusammen. So, jetzt ist es vielleicht einfacher, solange das alles am Ständer steht, die Lagerschalen hier rauszuschlagen. Zu kurz. Also gleiches Thema wie beim letzten Mal. Hammer. Das muss man. Genau, das ist ja nur ein Treffer, ne? Das muss ich euch aber zeigen. Da springt der untere Lagerring raus und genau da rein. Das ist doch... Vielleicht sollte ich damit mal bei im Zirkus auftreten, oder was sagt ihr dazu? Das ist ja der... Das ist ja mal der Wahnsinn. So. Jetzt der obere raus. Wenn ich den rausschlage, den werde ich auch schon wieder finden, wenn ich den draußen halte. Haha, nennt mich Fuchs, das Ding ist ja... Ich will nicht sagen, ich habe mir das alles etwas einfacher vorgestellt,
Aber ich habe es mir alles etwas einfacher vorgestellt. Vor allen Dingen graut mir nachher vor diesem, den Bremsbordenzug da wieder durchzuziehen. Da wird mir jetzt schon ganz schlecht. So, vordere Schraube gelöst. Oder Schrauben gelöst. Ich habe das Gefühl, ich sollte mir eine zweite Magnetschale holen. Aber so, und hier, das ist jetzt, glaube ich, der lange Bolzen gewesen. Dumm, bum, 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 bum. Es ist der lange Bolzen. Ich hatte hier, ich habe auch immer noch die Knarre. Alter Schwede. Was habe ich vorhin gesagt? Mir fällt die ganze Scheiße. So. Jetzt ist hier aber Schluss mit lustig. Du hinterher kommst jetzt erstmal hier wieder ein bisschen rein. Dass ich hier ein bisschen Gewicht hinten drauf kriege. Hätte ich es geahnt, ne? Ja, Himmelherrschaftszeiten. Das wird ja gleich noch lustig, wenn ich das Licht hier umbaue. Du sollst hier stehen bleiben. Und schon fängt es hier wieder an zu kippeln. So wie schief alles hier. Oh, jetzt wird es spannend. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, mit dem Abriss dieses Mopeds. So, das ist das. Jetzt fallen hier gleich diese Buchsen raus. Die müssen wir gleich wieder rein. Und jetzt müsste. Oh, ich mag die gar nicht ziehen. So, hier ist. Das steckt hier in so einer noch schon scheinbar noch in so einer Nut drauf. Wo ist denn das andere Teil? Ach so, das sind hier die. Alles klar. Nein, nein. Bleib stehen. So, tada, alter Schwede, was ein Punk, oder was sagt ihr dazu? Ja, jetzt mache ich das hier erstmal alles ein bisschen sauber und da soll der Bauten so nachher durch. Ich werde, glaube ich, gleich von der anderen Seite einen Bautenzug durchschieben. Und den damit nachher irgendwie zurückziehen. Weil ansonsten wüsste ich nicht, wie ich den hier durchstecke, dass der da hinten ankommt, ohne dass er sich hier irgendwo am Tank verhakt.
Gut, erstmal ein bisschen sauber machen. So, alles ein bisschen sauber gemacht. Der Witz ist bei dieser 6000er, wirklich, es muss alles in der richtigen Reihenfolge auseinander und wieder zusammengebaut werden. Und da habe ich nämlich noch so meine Befürchtung, dass ich da gleich wieder irgendwo einen Fehler mache und das Ding zusammenbaue, wie zum Beispiel der Luftfilter muss erst rein, bevor der Motor reinkommt, sonst passt das alles nicht. Und das Vorderrad muss raus, das Schutzblech muss ab, damit die dieses Gabelroller unten rausziehen kann. Alles etwas tricky. Und jedes Teil hält sich hier so gegenseitig. Also theoretisch könnte ich jetzt dieses Teil hier noch einmal abbauen. Das hängt hier mit einer Schraube fest. Die beiden Schrauben lösen. Und dann könnte ich theoretisch dieses Seitenteil auch noch in der Farbe lackieren. Dann müsste ich aber konsequenterweise den ganzen anderen Rest auch noch mit lackieren. Und das kann man machen, wenn man mal wirklich irgendwie viel Zeit hat und ich blockiere mir hier praktisch die ganze Zeit dann den Arbeitsplatz. Und Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte sollte ja eigentlich auch nur sein, dass dieses Ding Papiere hat und ich damit also Schnups dass ich mit dem Rahmenteil Papiere habe. So, das sieht ja schon mal besser aus. Also geht das Ganze jetzt rückwärts. Marsch, marsch. So, das Ding kommt hier durch. Da kommt die Buchse rein. Da kommt man jetzt natürlich deutlich besser dran als vorher. So langsam kriegt man es dann auch wieder zusammen. So, jetzt schraube ich hier erstmal ein bisschen zusammen. Werde wahrscheinlich erstmal die Gabel gleich reinsetzen. Und dann kann ich nämlich mich um diesen blöden Bautenzuchter kümmern. Das wird noch ein Gewirr. Das ahne ich. So, ohne Kaffee geht ja nun gar nichts, ne? So, und jetzt kommt der Spaß. Die Bremse hier wieder durchzufielen. Das bremst. Ein Bremsbautenzug. So. Und da klemmt er jetzt. Und da was raus. Da hinten. Der Bautenzug verschwindet da. Aber da hinten kommt, glaube ich, irgendwie nichts an, ne? Doch! Och! Och, ist aufregend. Das ging ja einfacher, als ich dachte. Das ist ja spannend. So, das Kabel, ganze Kabelgeschichte jetzt hier nochmal. So. Den Gegenhalter für den Bautenzug, der kommt jetzt hier hin. Ja, jetzt muss ich die Löcher natürlich erstmal ein bisschen übereinstimmen hier. Thank you.
So, ist das auch schon mal erledigt. So, die ganze Kabelgeschichte muss jetzt hier so seitlich erstmal weg, damit der Motor da gleich reingeht. So, aber da das jetzt alles so passt, kann ich das Rahmenteil hier jetzt auch schon richtig festziehen. So, das ist fest. Das ist auch okay. Die Bremse hinten mache ich zum Schluss. So, Gasbautenzug kann ich auch noch später, wenn der Motor drin ist. Den Dekozug kann ich auch noch später reinhängen. Vorderradbremse sowieso alles. So, bin ich denn tatsächlich jetzt schon so weit, dass ich den Motor wieder reinhängen kann? Nein. Aber erstmal, hatte ich vorhin extra noch gesagt, muss der Vogel hier rein. So, jetzt habe ich hier, das ist der für den Vergaser. Und wo ist die Hülse? Da ist die Hülse. Nee, gar nicht. Das ist gar nicht der für den Vergaser. Das ist der für den Vergaser hier. Der lange. Also, den Vergaser rein. Den Luftfilter meine ich natürlich. So, und da kommt wieder diese Hülse. Moment mal, wie war denn das jetzt? Der kommt da rein. Achso, und der Vergaser. Kommt jetzt nämlich so dahinter. Ne? Ich werde den Scheiß mit dieser komischen Hülse. Und ne, da mache ich doch jetzt wieder was falsch mit dieser Hülse. Achso, genau so. Wo kommt der jetzt rauf? Jetzt kommt diese Hülse dahinter, wo man nämlich überhaupt nicht rankommt. Doch, man kommt, nichts fallen lassen jetzt. Nichts fallen lassen. So. Vergaser ist auch drauf. Sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Was ein Gewürge. Aber gut, der ist drauf. Dann kann der Rücklaufschlauch jetzt auch schon drauf. Aber wenn ich den vergesse, wundere ich mich nachher beim Starten, warum hier alles raussaut. So. Kann denn jetzt der Motor rein? Eigentlich ja. Aber das wird ja auch wieder so ein Gewürge. Aber das war ja hier irgendwie mit dem. Ah, genau, der hing vorne immer am Dekoventil.
Finger dazwischen steckt, war das natürlich nichts. So. Da hängt er schon mal. Und wie ist das hier? Also, da muss der Spritschlauch hier noch durch. So, der steckt auch drauf. Und jetzt muss der Motor noch irgendwie gekippt werden. Das war doch das letzte Mal schon das Problem. Irgendwann saß er dann. Wie weit muss denn der noch? Oh, doch noch ein ganzes Stück. Die Frage ist, warum will er nicht? Warum will er nicht? Völlig schief drin hier. Verdammt Axt. Jetzt mal stelle ich auf jeden Fall die Holzklotz wieder gerade drunter. Ja, es geht ein bisschen Gefrangel los, ne? So. Den Spritschlauch hier noch. Kriege ich den hier zwischen? Ja. Aber genau, das war nämlich das letzte Mal. Da war der eingeklemmt. Der muss da weiter durch. So, der ist drauf. Kommt hier unser Ansaugschnippel noch auf. So, das sieht gut aus. Ja, wir nähern uns der Zielgeraden. Ne? Was haben wir denn hier für Teile noch übrig? Achso, hier oben das. Die Mutter muss ich nochmal richtig festziehen. Dann kommt hier der Plastikstopfen wieder drauf. Auch fertig. So, dann haben wir hier die Muttern. Dann haben wir hier diese Geschichten. Achso, ja, hier vorne muss ja noch in der. Das Masse, der Massevogel geht wieder fest. So, wie hatte ich das letztes Mal da mit der Mutter gemacht? Die habe ich irgendwie von hinten rangesetzt mit der Spitzzange oder wie? Was liegt hier noch für ein Schräubchen? Da bin ich ja jetzt momentan am Überlegen. So, hier kommt erstmal noch eine Unterlegscheibe. So. Das kommt da durch, dann kommt eine Unterlegscheibe von unten. Und dann kommt diese Geschichte. Das ist der Dekozug. Achso, das ist immer blöd. Dieses Schräubchen, ich frage mich gerade, ja, wo kommt das her, wo kommt das her? Das hatte ich ja nur, um den Schlauch vom Tank zu verschließen. So, jetzt kommt hier wieder so eine Friemelarbeit. Wie kriege ich die Mutter dahinter? Wie habe ich das letzte Mal gemacht? Kann sich da noch jemand dran erinnern? Okay, die Scheibe habe ich drauf.
Die Mutter, kriege ich die da jetzt auch so drauf? Ich habe so schmierige, ölige Finger, dass mir hier alles aus der Hand rutscht. Komme ich denn da irgendwie... Ich habe ja vorhin auch sowas wie einen passenden Schraubenschlüssel dafür gehabt, ne? Und zwar, glaube ich, an den hier, ne? So, Kabel wieder raufstecken. Dann auch das Ganze wieder richtig hoch rein. Und die Spange. Schick. So, was haben wir denn hier noch hier vorne so schönes? Den Dekozug, ne? Stelle wie vorher und dann müsste ich den nämlich einfach so da drüber ziehen können. Spitzzange, Schraubenschlüssel und festziehen. Habe ich jetzt einen Teller oder habe ich zu viel Kaffee gehabt? So, jetzt muss ich die dann normalerweise so unterhängen können. Das war so der Plan. Das letzte Mal gemacht. Ich brauche eine Pause. So, Vorderrad ist auch wieder drin. Jetzt könnte man eigentlich auch mal hier hinten die Sache wieder zusammenstecken. Könnte man mal diese Gurtgeschichte hier lösen. Vorsichtig nach vorne kippen. Ist aber auch wackelig hier. Meine Herren. So, ich glaube, fest,
Scheiße, hier nicht abhaut. So, ach ja, hinten muss ich ja auch noch die Bremsgeschichte wieder machen. Ach, das muss ja auch noch alles fertig. So, jetzt haben wir dieses Getüdel hier aber erstmal ab. Das brauchen wir eigentlich nicht mehr, ne? Nö. So, kommt erstmal hier. Irgendwo mitten auf dem Markt. So, und jetzt die Geschichte mit dem Hinterrad. Das so reinfriemeln. So. Scheibe wieder zwischen die Klötze. Und wo hängt er nun schon wieder? So, die Seite ist. Achso. So, der muss zurückgezogen werden. Jetzt haben wir hier wieder das Problem mit der müsste eigentlich drin sein. So, die vorige wieder rein. Jo. So, aufgepasst. Jo. So, jetzt kann der Auspuff eigentlich auch schon wieder drunter. Feder Nummer 1. Jo. Wo ist Feder Nummer 2? Da. Auf die Werkbank gefallen. So, und die kam hier irgendwo
lassen. Man sieht wieder nichts. Ist schon eingefriemelt hier, ne? Da muss ich auch gleich sagen. Ne? Rum. Erst hier unten und dann da oben einhängen. So. Jo. Auspuff ist drunter. Bremse ist, muss noch gemacht werden. Ja, die Deckel drauf. Und dann müsste es eigentlich schon fast fertig sein. Ne? So, als letzte gute Tat. Die Abdeckung fürs Lenkschloss noch drauf. Und diesen Abdeckstreifen hier. So. Gut, so mit der Farbe, das passt. Wie gesagt, die Lichtverhältnisse waren nicht so doll. Aber auf der anderen Seite, wurscht. Wie gesagt, man kann den ganzen Rest auch nochmal lackieren. Aber dann müsste man das Grün auch anpassen. Das ist eben halt, ja, wenn man mal viel Zeit und Lust hat. Auf jeden Fall ist es jetzt wieder zusammengesetzt. Und ich habe Papiere für den Rahmen und... Dieses Nummernschild von 1979 kann ich dann mal abschrauben. Werde mir mal ein aktuelles besorgen. Und dann kann ich auch mal eine Probefahrt damit machen. Weil fahren tut sie ja oder laufen tut sie. Bremsen tut sie auch. Aber mich würde mal interessieren, wie schnell ist denn das Ding überhaupt? Ja, vielleicht muss ich mir doch noch mal eine GoPro besorgen für solche Späße. Aber es ist fertig, es ist wieder zusammengesteckt, alles super gut. Ich bin einigermaßen zufrieden. Wie gesagt, mit der Farbe reden wir nicht drüber. Passt. Ja, dann besorge ich mir jetzt ein Nummernschild und dann wollen wir das nächste Mal sehen, ob sie auch wirklich fährt und bremst und alles macht, wie sie soll. Dann war es das erstmal wieder. Als nächstes, ja, was kommt eigentlich als nächstes? Gute Frage, die GL10 muss auch mal wieder aus dem Winterschlaf geholt werden und die andere 6000er auch. Es ist also immer noch eine Menge zu tun. Bis bald. Tschüss.